Jo, Boys! Was geht ab? Also, wir beide, wir gehen jetzt hier erstmal zum Thai. Wir sind hier mit Sonnenbrille unterwegs, ist ja voll unfreundlich. Also Leute, wir beide gehen jetzt zum Thai, ziehen uns dort ein bisschen Reis mit Gemüse. Sowas solltet ihr auch aufsuchen, wenn ihr irgendwo außerhalb von daheim seid. Ey, der Spiegel ist vermockt! Scharte Mock hier drin! Das ist voll vermockt, Mann! Hast hart vermockt, das Bad, Mann! Ich bin voll der Mock da drin, Mann. Was geht? Ey, du hast die Bude schon wieder hart vermockt, Mann. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen braun geworden. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja? Ja, doch. Da geht was. Ah, jetzt natürlich schlechtes Licht. Schlechtes Licht wie immer. Also, Leute, ich zeige euch mal kurz das Weather, was abgeht. Ich weiß, meine Frisur ist gerade optimal. Jetzt schauen wir kurz mal, wie es hier vom Hotel aussieht. Yeah. Also wir haben gerade optimales Wetter. Alles sehr, sehr gut. Alter! Ist ja voll vermockt, Mann! Das Essen hier, also da kann man noch so safe unterwegs sein wollen. Das ist wirklich verdammt schwierig, sich erstens vegan und zweitens dann noch einigermaßen safe zu ernähren. Es ist eigentlich fast ein Ding der Möglichkeit, will ich schon sagen. Ich habe geguckt, dass ich mir Paella raushole, dass ich den Fisch so ein bisschen raustue. Und aber ey, der Reis hat zwar gut geschmeckt, aber der Reis war hart verfettet, Mann. Da waren 20 Liter Öl dran, locker flockig. Fett ist angesetzt, sicherlich nicht nur wegen dem Essen, sondern natürlich auch der Alkohol hat einige Kalorien, die man nicht unbedingt auf den Rippen haben will. Aber mein Gott, es ist die große Cheat Week. Guten Morgen, Leute. Also wir haben es jetzt 10 Uhr. Also für alle die denken, dass ich hier richtig krank am Arsch bin im Urlaub und jeden Tag bis 1 Uhr penne oder bis sogar bis abends. Dem ist wirklich nicht so. Ich bin auch nicht der Typ, der hart in den Club geht und dann bis 6 Uhr morgens feiern geht. Das mache ich eigentlich nie. Ich will euch mal was sagen, und zwar zum Thema Alkohol und wie ihr ihn am besten konsumiert, beziehungsweise was ich noch herausgefunden habe. Weil ich habe mir jetzt, ich habe übrigens mein Wahrscheinlich-T-Shirt an. Yeah! Was zum Thema Alkohol, was sollte man da trinken? Weil ich habe jetzt mir in letzter Zeit eigentlich immer Desperados reingezogen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist irgendwie, es schmeckt zwar ganz gutes Zeug, aber es ist nicht so intelligent. Ich empfehle euch lieber irgendwas Wodka-mäßiges, am besten Wodka-Tunnelblick, am besten Wodka pur. Weil es ist jetzt einfach so, Alkohol ist ja leere Kalorien im Prinzip. Ich meine, wenn ihr bei Wodka guckt, was hat der für Nährwerte, der hat irgendwie auf 100, auf 100 Milliliter. Auf 100 Gramm, ja, genau. 100 Milliliter hat der, glaube ich, irgendwie 300 Kalorien, 0 Kohlenhydrate, 0 Fette, 0 Proteine. Also das heißt leere Kalorien. So, und das Ding ist jetzt, wenn ihr eben Wodka trinkt und vor allem, wenn ihr das mit dann mit Mischgetränken trinkt und dann viel davon oder auch Bier, Alkohol hat halt einfach mega viel Kalorien. Das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr so wenig von der Menge her wie möglich Alkohol trinkt. Und die Mischgetränke haben natürlich demnach auch immer viele Kalorien. Also das ein großes Problem beim Alkohol ist einfach auch, dass ihr zunehmt, weil ich meine, dann zieht man da an einem Abend locker sich mal 2000 Kalorien rein, wenn man dann richtig hacke ist. Und dann hat man ja noch gegessen und so, das heißt, man hat ein ganz klares Kalorienüberschuss. Das heißt, ihr solltet schauen, dass ihr mit der Ernährung hauptsächlich die wichtigen Makros deckt. Was ich gerade gar nicht decke, sind die Proteins, ganz beschissen. Aber probiert einige Makros zu decken, probiert so safe zu essen wie möglich. Und dann eben so wenig Alkohol wie möglich, aber dann eben einen stärkeren, damit es euch stärker wirkt. Also wenn da irgendjemand einen Plan dafür haben will, dann macht es möglichst so. Aber wenn ihr könnt, dann lasst es ganz weg. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.